Verdammt, jetzt komme ich nicht an die letzte in den Kurvenpaneele ran. Ich weiß nicht was. Wie geht's? Nil, was soll das? Du solltest doch nicht hierher kommen. Ja, ich hab nicht auf dich gehört. Hey, sieh mal, Feinde! Ja, ich weiß nicht, die ist cool. Die ist cool. Wenn ich herflitzen kann. Auch alles niedermetzen kann. Der Firehawk ist cool. Ich finde die cool. Wie viele Roboter der überhaupt hat. Kann sowas nur sein. Kann der nur so viele beschissene Roboter haben? Das Imperium in Star Wars hat weniger Roboter. Alter. Ja, das geht gut aus. Das geht gut aus. Ja, die Waffe so. Komm schon, der letzte noch da oben. Ups. Muss ich nur kurz nachladen. Ja, ich muss warten, bis die oben das Ding fertig haben. Ja genau, kill mich, ja, und jetzt mal ein bisschen schön noch Zeit haben. Oh, wieder hier Ding. Alter, warum geht der Balken so schnell runter? Der Balken ist jetzt innerhalb von 3 Sekunden runtergegangen. Ich sterb hier andauernd. Eine andere Klasse nehmen sollen. Kacke. Weiter so, du machst das sehr gut. Fettes Ding immer noch. Mal ausprobieren möchte. Da ich die Schrot hier nicht gebrauchen kann, ich würde gerne mal die neue ausprobieren. Auch wenn die ging. Nee, die ist auch Slack. Nee, Korrosion. Ha! Ich denke mal die richtige hier. Also muss ich früher nachladen. Ja, also ist da die Reise. Der hat jetzt aber verhältnismäßig mehr Schaden geschossen.
Oh, ist ja gut, ich mach's ja. Aber... Schieß auf den Injektor! Was? Er ist endlich unten. Brauchst du einen Baden? Ja, krieg ich mal Schaden. Hat sich schon rein. Du bist ein Arschloch. Ja. Angel? Nein, Angel! Was für ein Mensch tut so etwas seiner eigenen Tochter an? So einer hat den Tod verdient. Ah, ja. Nichts anderes? Ah, ist noch Gäste abgeben. 136 an Geld? Ist ein bisschen erbärmlich. Sie ist tot. Jetzt hat Jack keine Chance mehr, den Krieger zu wecken. Wir haben den Kammerschlüssel, aber es ist noch nicht vorbei. Wir müssen Jack finden und ihn erledigen. Lilith, bring den Kammerschlüssel zu Tennis. Ich übernehme Jack. Roland! Tag. Du Dreckskerl! Ich werde... Vorsicht! Wie geht der Spruch? Kämpfe niemals gegen einen, der nichts mehr zu verlieren hat. Ich werde dir zeigen, wie viel du noch zu verlieren hast. Und ich habe die mächtigste Sirene des Planeten, um das zu tun. Lilith, töte den Kammerjäger. Wir haben noch ein Date mit dem Krieger. Tu es, Lilith. Nein! Was ist passiert? Was zum Henker ist passiert? Herr Spotwing... Und jetzt das? Kammerjäger, wir treffen uns in Sanctuary. Wir müssen Lilith zurückholen. Ja, sie hat mich weggefaced. Hat mich sowas von weggefaced. Ja, ganz nett hier allerdings. Ist das... Oh, sieht aus, als wäre alles beschlagen wäre. Ich meine, meine Sicht ist so beschlagen hier irgendwie. Die obere? Ja. Dann verkauft. Oh, meine Sicht ist so beschlagen. Was ist da los? Das ist alles so ausgegraut hier. Ich hoffe mal, das ist nicht bei euch. Verkauft. Sieht cool aus. Der Rest eher nicht so. Ja, hier, meine Sicht ist noch voll benebelt. Zwischen alles einkassiert. Ja. Dann noch Sanctuary. Ja, jetzt geht's wieder. Was zum... Wo zum Teufel kommst du denn her? Verdammte Kammerjäger! Bastard! Das war nur ein Trick! Ist ein Waffenschrank rausgekommen, oder was? Alles okay? Habe ich dich nach Sanctuary gebracht? Ich fühle mich ganz komisch. Das Gerät, mit dem Jack mich traktiert. Zielübungen. Ja, der hält aber einiges aus, so wie es aussieht. Ja, und da hält einiges aus. Hier war ich halt drin, aber ja, kam halt nur einmal rein anscheinend. Aber okay. Es ist ein guter Tag, voller Möglichkeiten. Dann werden wir mal gucken, was wir demnächst machen können. Aber erstmal ein bisschen Platz schaffen. Weg. Magazingröße 10. Die Geschwindigkeit ist recht schnell. Kann weg. Behalte ich mal. Den schieße ich auf Jack ab, falls ich gegen kämpfen muss. Effektiv gegen Fleisch. Komm weg mit der.
Ja, hätte ich eigentlich benutzen können, aber egal. Egal. 1627, vom Platz her geht's einigermaßen. Die ganz alte kann ich endlich mal verkaufen. Und ich brauche dein Geld. Ich habe gehört, wenn man hier in der Dingens in der Kneipe bei Moxis mal was spendet, dann gibt's da mal eine nette Waffe oder so. Egal, was du kaufst, aber kauf was. 37 Rium. Ich brauche ja, nee, brauche ich Dings. Ich wollte mal Sniper-Munition erhöhen. Scharfschützen-Munition da. 8. 84. Gut, 86. Lass mich nie mehr blicken. Halbgleis kann Munition mitgeben. Sehr schön. Bist du immer noch an einem meiner Jobs dran? Hast du diese Kleinigkeit erledigt, worum ich dich gebeten habe? Weiß ich gar nicht, habe ich. Wie läuft's mit dem Job, den ich dir gegeben habe? Okay, dann wahrscheinlich. Achso, Kuh Trinkgeld geben. Du erinnerst mich an meinen letzten Freund. Ich glaube, du kennst ihn. Er heißt Jack. Ein echter Charmeur. Anfangs. Hat mir immer die Tür aufgehalten, mir gesagt, wie schön ich bin und jedem ins Gesicht geschossen, der mich ansah. Aber dann wurde er anhänglich und ich habe Schluss gemacht. War, wie es aussieht, keine gute Idee. Wenn du so weitermachst, werde ich mich irgendwann revanchieren müssen. Ja. Danke, der Laden läuft nicht besonders, aber immer noch besser als die meisten anderen. Nichts lindert den Schmerz über einen verlorenen Krieg das zeigt so Wirkung. Gut wie ein starkes Rack-Ale. Die Hodangs hast du noch nicht kennengelernt, oder? Bastarde, jeder Einzelne. Die meinen, nur weil man in ihren dämlichen Clan reingeboren wurde, muss man sich ihren Regeln beugen. Wollen dir vorschreiben, mit wem du zu gehen hast, wen du zu ermorden hast und... Oh Gott, bin ich froh, dass die Kinder und ich diesen dämlichen Clan für alle Zeiten verlassen haben. Oh Gott, habe ich angefangen, so komisch wie Jimbo zu reden? Oh Scheiße, erzähl's keinem. Mann, ich bin total feucht. Ich meine, ich habe einen Drink verschüttet. Bevor du gekommen bist. Nicht wegen dem Geld. Nein, so leicht bin ich nicht zu haben. Ja, ich hätte langsamer spenden sollen. Ich muss sie mal ausreden lassen. Wahrscheinlich bringt das dann mehr. Wenn du so weitermachst, werde ich mich irgendwann revanchieren müssen. Ja, musst du auch. Ich will eine Waffe. Gerade als ich dachte, du könntest nicht attraktiver werden. Oh doch. Kann ich immer. Ich sag dir, Baby, so jemanden wie dich braucht der Widerstand dringend. Roland ist ein Schatz. Aber jeder weiß, dass diese Stadt kurz davor steht, von Hyperion oder den Banditen überrollt zu werden. Vor ein paar Jahren dachten wir alle, wir wären sicher in New Haven, aber das? Das war ein Trugschluss. Danke, der Laden läuft nicht besonders, aber immer noch besser als die meisten anderen. Nichts lindert den Schmerz über einen verlorenen Krieg so gut wie ein starkes Rack-Ale. Ja, so rede ich. Guck mich wenigstens an, wenn du mit mir redest, nicht schon $100 mal reinschmeißt. Es gab eine Zeit, da wäre ich mit dir an vorderster Front gestanden und hätte gegen Jacks Truppen gekämpft. Aber das ist jetzt 4 Kinder und wer weiß, wie viele Ehemänner her. Hab nicht mehr die Reflexe wie früher. Jetzt werde ich gleich rot. Lieber eine rote Waffe oder so. Es gab eine Zeit, da wäre ich mit dir an vorderster Front gestanden und hätte gegen Jacks Truppen gekämpft. Aber das ist jetzt 4 Kinder und wer weiß, wie viele Ehemänner. Ich glaube 7000, ich habe zu viel. Ich habe nicht mehr die Reflexe wie früher. Ich darf nicht lang rasten. Jetzt werde ich gleich rot. Ja, sehr gut. Oh, du süßes Dingelchen. Süßes Dingelchen, bitte, was? Es gab eine Zeit, da wäre ich ja, mit dir an der Front gestanden und hätte gegen Jacks Truppen gekämpft. Aber das ist jetzt 4 Kinder und wer weiß, wie viele Ehemänner her. Hab nicht mehr die Reflexe. Hört sich nicht sehr attraktiv an. Du erinnerst mich an meinen letzten Freund. Ich glaube, du kennst ihn. Er heißt Jack. Ein echter Charmeur. Hat auch mal Geld gespendet. Hat mir immer die Tür aufgehalten, mir gesagt, wie schön ich bin und jedem ins Gesicht geschossen, der mich ansah. Aber dann wurde er anhänglich und ich habe Schluss gemacht. War, wie es aussieht, keine gute Idee. Gerade als ich dachte, du könntest nicht attraktiver werden. Du wiederholst dich langsam. Komm, rück was raus. Das ganze Geld für meine Wenigkeit? Ich fühle mich geschmeichelt. Man sagt, mit Geld kann man keine Liebe kaufen, aber es ist ein verdammt guter Ersatz. Gut, Mordecai mag anderer Meinung sein. Armer Kerl.
Ich habe ihm tonnenweise Waffen und Geld für den Sieg im Underdome geboten, aber er wollte nicht. Hätte ich einen Penny für jedes Mal, wo er mich gefragt hat, ob ich mit ihm durchbrenne, dann bräuchte ich dieses Trinkgeldglas nicht. So viel ist sicher. Hast du Ellie kennengelernt? Nettes Mädchen. Hasst mich wie die Pest. Ich habe versucht, ihr zu erklären, dass es nicht schaden kann, ein wenig auf sein Äußeres zu achten. Bisschen Rouge, paar Pfunde weniger. Nicht so viel verlangt, fand ich. Aber nach ein paar Jahren hatte sie genug davon und ist nach The Dust gezogen. Ja, sprach die kenne ich. Dass sie auf eigenen Füßen stehen will und dass sie weder Scooter noch mich braucht. Tja, Kinder. Also, die brauche ich ein paar Pfunde weniger. Wenn ich die einfach normal nochmal anlaber, gibt es dann irgendwas? Bist du immer noch an einem meiner Jobs dran? Hast du diese Kleinigkeit erledigt, worum ich dich gebeten habe? Gerade als ich dachte, gierig. Du nicht attraktiver werden. Soll ich noch einen werfen? Danke, der Laden läuft nicht besonders, aber immer noch besser als die meisten anderen. Nichts lindert den Schmerz über einen verlorenen Krieg so gut wie ein starkes Wreck-Ale. Trinkgeld ist immer gut. Ja, also bis 5000 schmeiß ich rein. So jemanden wie dich braucht der Widerstand dringend. Roland ist ein Schatz. Aber jeder weiß, dass diese Stadt kurz davor steht, von Hyperion oder den Banditen überrollt zu werden. Vor ein paar Jahren dachten wir alle, wir wären sicher in New Haven, aber das? Das war ein Trugschluss. Das ganze Geld für meine Wenigkeit? Ich fühle mich geschmeichelt. Ich mach Tausender. Die Hodangs hast du noch nicht kennengelernt, oder? Eda Spender freigeschaltet. Die meinen, nur weil man in ihren dämlichen Clan reingeboren wurde, muss man sich ihren Regeln beugen. Wollen dir vorschreiben, mit wem du zu gehen hast, wen du zu ermorden hast und... Oh Gott, bin ich froh, dass die Kinder und ich diesen dämlichen Clan für alle Zeiten verlassen haben. Oh Gott, habe ich angefangen, so komisch wie Jimbo zu reden? Oh Scheiße. Ich kenne dich schon, die Clans, danke. Trinkgeld ist immer gut. Jetzt werde ich gleich rot. Gut, ich habe genug reingeschmissen. Das nächste Mal, wenn ich wieder was übrig habe. Ich habe über 12.000 oder so gleich gerade reingefeuert. Passt schon. Er fühlt sich großartig. Gut, ich mich auch. So, dann, ja, was machen wir am besten? Wir gehen oben ins Quartier. Gehen oben ins Quartier. Bin 6 Milliarden Dollar für die Ergreifung des... 6 Milliarden Dollar? Das ist schon nicht schlecht. Mal nachladen hier wenigstens. Gut, habe ich alles. Dann mal rein. Ist hier unten noch Tennis, ne? Jo. Kann ich immer noch hier in den Schrank. Mann. Brick. Ach, Mordecai, nicht reden. Roland ist tot, lange lebe Roland. Ja. Roland! Scheißdreck! Kammerjäger, du bist alles, was wir noch haben. Jack hat Roland getötet. Er hat Bloodwing getötet. Aber Lilith wird er nicht töten. Jack wird noch etwas Zeit brauchen, den Kammerschlüssel aufzuladen. Du musst herausfinden, wo dieser Krieger begraben ist. Es gibt nur einen Ort auf Pandora, wo du diese Info findest. Die Hyperion Info Stockade. Da musst du hin. Okay. Volk von Pandora. Meine Tochter ist tot. Ermordet von dem Kammerjäger. Daher habe ich mich entschlossen, sein Kopfgeld zu streichen. Wenn jemand diesen Kindermörder tötet, bevor ich die Chance dazu habe, werde ich denjenigen finden. Und er wird es bereuen, mich meiner Rache beraubt zu haben. Okay, ist allerdings sehr schlau, weil dann lassen mich alle anderen in Ruhe. Und ich habe größere Chancen zu entkommen. Und ja, ansonsten würden die mir alle nachher rennen und dann halt mich auch lebend fangen können, ne? Und wenn die mich lebend fangen, dann kannst du deine Rache immer noch haben, aber... ne? So wird es ein bisschen schwerer, wie du das vorhast. Und das ist eigentlich ein bisschen dumm. Ne, Jack, nur mal so nebenbei. Altes aus. So, bei den Quests. Ja. Da ist noch drauf. Die Nebenquests werde ich erstmal nicht machen. Solange wir den Hauptquest weiterkommen, dann klappt das auch. Und los geht's. Oh, wie viel Uhr haben wir eigentlich hier? Wir haben 4 Uhr morgens. Habe ich jetzt gezockt? War länger als gedacht. Ich glaube, ich muss hier mal einen kleinen Cut machen. Ha! Ich
muss immer einen kleinen Cut machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.